verehrte Damen und Herren, heute gibt es eine Challenge und der Gewinner bekommt dieses Haus. Die Teilnehmer haben 5 Minuten, um zu erscheinen. 3, 2, 1, los! Ich bin der Babyboss-Chef und ich gewinne! Ich bin Aborg und ich gewinne! Nein, Mann, ich bin Paul und ich schummel! Diese Challenge gewinne ich! Die 5 Minuten sind um. Ihr seid also die Teilnehmer dieser Challenge. Sieht ganz so aus. Die Regeln sind wie folgt. Der Letzte, der das Haus verlässt, darf es behalten. 3, 2, 1, los. Ihr habt 10 Sekunden, um reinzugehen. Wow, schnell rein in das Haus. Ich werde gewinnen, denn ich bin Aborg und ich habe das Hashtag-Team Aborg an meiner Seite. Und ich gehe jetzt einen Kaffee trinken. So, Leute, ich wünsche euch allen viel Glück bei der Challenge. Das wünsche ich euch auch. Glück werdet ihr brauchen, denn ich bin der Babyboss-Chef. Chill mal, kein Grund, die Waffe zu benutzen. Genau, Bruder, lass es mal sein hier. Wir wollen auch fair sein. Entweder ihr verlasst jetzt das Haus oder ich knall euch alle ab. Ich bin der magische Max. Und Leute, ich bin der Babyboss-Chef. Kann ich überhaupt nicht leiden? Wollt ihr das nicht? Ja, bitte. Der ist ja komplett Ballerballer. Ja. Genau. Okay, dann brauche ich die volle Energie. Wir wissen, was das heißt. Na klar weiß ich, was das heißt. Ich muss dir von meinem Partner erzählen. Aber warte mal. Du kaufst dir regelmäßig Robux? Dann habe ich die perfekte Info für dich. Auf Instant Gaming bekommst du viel günstiger Robux. Für 800 Robux bezahlst du auf Instant Gaming nur 7,99 Euro. Und in der Roblox-App musst du fast 11 Euro bezahlen. Es wird noch krasser. Wenn du 10.000 Robux über Instant Gaming kaufst, sparst du fast 40 Euro. Wenn das nicht krass ist, dann weiß ich auch nicht weiter. Also, check unbedingt mal Instant Gaming ab. Der Link ist in der Videobeschreibung. Du hast recht, ich bin jetzt eine Spinne. Eine Spinne. Dich erledige ich. Hui, Peng. Aua, Lilly, das tut weh. Hester, Max, du hast ihn zu einer Spinne gemacht und Lilly, du hast ihn voll verletzt. Hallo, das ist eine Spinne, die gehört kaputt gemacht. Der Arzt ist da. Den Patienten muss ich sofort mitnehmen. Es geht um Leben und Tod. Du blöder Arzt, warum hast du mich aus dem Haus getragen? Haha, wenigstens ist jetzt der erste Gegner aus dem Spiel. Was sagst du dazu, Paul? Paul? Hä? Wo ist Paul? Keine Ahnung, aber auch. Er ist bestimmt auch abgehauen. Es sind Ferien in Brookhaven. Irgendwie muss ich mein Konto auffüllen, aber ich frage mich nur, wie ich das schaffen kann. Was ist da oben denn? Da ist Plakatwerbung. Hier steht, suche Handwerker. Eine Baufirma sucht Handwerker. Wartet, ich habe eine Idee, welche Firma das sein könnte. Dort hinten ist doch eine Baustelle auf dem Berg. Ich bin sofort da. Sofort sehe ich die Baustelle. Da ist auch ein Handwerker. Hey, Handwerker. Mein Name ist Paul. Ich suche einen Nebenjob. Suchen Sie noch Handwerker? Na klar, steht doch auch auf dem Schild. Wir suchen immer Handwerker. Möchtest du für uns arbeiten? Ja, gerne. Was baut ihr denn hier? Wir bauen ein mega super duper Luxushaus. Du würdest 25 Euro die Stunde kriegen. Okay, ich bin dabei. Perfekt, dann können wir jetzt mit dem Bau des Hauses starten. Du, sag mal, Chef, warum will der Besitzer des Hauses hier einen Geheimgang haben? Keine Ahnung, warum der Besitzer einen Geheimgang haben will, aber wir haben ihn sofort fertiggestellt. So, wir sind fertig. Jetzt lass uns den nochmal angucken. Man muss ja einfach nur auf die Duschbrause klicken, um den aufzumachen, oder? Ja, ganz einfach. Ey, das ist so cool. Da gehe ich direkt mal in den Geheimgang rein. Oh, hier ist sogar ein geheimer Tunnel. Wow, und ein Safe. Oh Mann, ey, der Besitzer des Hauses muss echt viel Geld haben. Ja, das stimmt, aber wir dürfen natürlich niemanden verraten, dass dieses Haus einen Geheimgang hat. Indianer-Ehrenwort, ich werde es niemanden verraten. Okay, super, Paul, du bist echt ein super-duper Handwerker. Paul, du bist ein super Handwerker. Hier ist dein Geld. Wow, vielen Dank. Das ist ja viel mehr als vereinbart. Wie kommt das? Anscheinend ist der Hauseigentümer der berühmte Herr Geldmann. Und er hat sich dazu entschieden, uns allen viel mehr Geld zu geben. Außerdem geht das Gerücht rum, dass er bald eine Challenge machen wird. Also sei wachsam. Vielen Dank, Chef. Jetzt sind alle abgelenkt. Das ist meine Chance, abzuhauen. Die wissen nicht, dass ich mich hier super gut auskenne. Hier muss doch der Geheimgang sein. Einfach auf die Duschbrause klicken
Und rein hier, haha. Alle werden denken, dass ich das Haus verlassen habe. Dabei bin ich noch im Haus. Ich mach's mir jetzt erstmal mega bequem. Haha, erstmal schlafen. Njam, 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 njam. Im Schlaf ein Haus gewinnen. Beste Idee ever. Naja, auch wenn Paul weg ist, schlage ich vor, dass wir in dieser Challenge alle drei Konkurrenten sind. Okay, hiermit sind wir Konkurrenten. Dem stimme ich zu. Dann lasse ich euch jetzt hier erstmal alleine und chill mich oben hier ins obere Stockwerk hin. Das hier ist jetzt meine Base. Und dann gehe ich in den Pool. Arschbombe! So entspannt habe ich noch nie eine Challenge gewonnen. Ah, Mist, ich bin ohne zu duschen ins Wasser gegangen. Man soll sich doch duschen, bevor man ins Wasser geht, oh Mann. Das hole ich jetzt erstmal nach. Hm, wie funktioniert das Ganze denn jetzt hier? Muss ich hier drauf drücken? Was ist das denn? Ein Geheimgang? Schnell nochmal drauf drücken und reingehen. Ha, damit gewinne ich die Challenge doch ganz klar. Schnell rein hier. Boah, wie cool ist das denn einfach mal? Das weiß niemand anderes. Oh, da hinten geht's sogar weiter. Wer liegt da denn? Oh, das bist ja du, Paul. Da ziehe ich mir doch direkt mal wieder meine normalen Sachen an. Njam, 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 njam. Was machst du denn hier? Das gleiche könnte ich dich fragen. Du hast ja ein Geheimversteck. Wenn wir das Geheimversteck behalten wollen, dann müssen wir zusammenarbeiten. Okay, dann arbeiten wir in dieser Challenge zusammen. Ich gehe jetzt wieder ins Schwimmbad und ich lasse mir nichts anmerken. Ich glaube, diesmal schwimme ich lieber mit Klamotten. Hui! Ha, im Schlafen eine Challenge gewinnen. Easy peasy. Obwohl, ich habe echt Zweifel, dass ich dieses Mal diese Challenge gewinnen kann. Ich habe starke Gegner dabei. Vor allen Dingen ist Lilly dieses Mal ein Gegner. Ich brauche einen Verbündeten. Und wer wäre da nicht besser als der magische Max? Okay, ich frag mal Max. Hey, Max, bist du noch hier unten, Max? Oh ja, Max chillt hier einfach noch. Max, ich habe mir überlegt, ob wir vielleicht Partner sein könnten. Du meinst so richtig Partner in Crime? Ja, Max, ich meine so richtig Partner in Crime. Okay, lass mal Partner in Crime werden. Wenn einer von uns das Haus gewinnt, dann wir es auch. Okay, chillig. Ich habe auch schon eine Idee, was du machen könntest. Du könntest Paul eliminieren und dann müssten wir nur noch Lilly besiegen. Ja, aber wenn wir Paul eliminieren, dann bin ich selber disqualifiziert. Dann musst du dich um Lilly kümmern. Schaffst du das? Ob ich das schaffe? Na klar, Lilly ist mein BFF. Ich weiß ganz genau, wie ich sie aus der Reserve locken kann. Okay, dann kümmere ich mich jetzt um Paul. Genug Zauberenergie habe ich noch. Was mache ich denn jetzt hier? Ganz einfach, Paul. Ich bin der magische Max und ich werde dich jetzt K.O. machen, damit ich das Haus bekomme. Aua! Na warte, das bekommst du zurück. Und peng! Aua! Na warte, Paul, dann muss ich dich jetzt wohl mit Zauberkraft erledigen. Das ist unfair, ich kann nicht zaubern. Das ist dein Problem. Du bist K.O. im Nu. Hex, Hex, Peng. Aua! Super, Max. Jetzt schnapp dir Paul und geh mit ihm aus dem Haus raus. Ich erledige den Rest. Guten Abend, wir sind richtige Paar. Ich schnapp jetzt Paul. Das Haus gehört schon fast mir. Super. Was sind das für Geräusche? Was ist hier denn los? Aberok, wo sind Max und wo ist Paul? Die haben die Fäuste fliegen lassen und die sind beide raus. Hattest du etwa einen Deal mit dem magischen Max? Vielleicht hatte ich einen Deal. Hattest du denn einen Deal mit Paul? Vielleicht ein bisschen. Okay, ich geb's auch zu. Ich hatte einen Deal mit dem magischen Max. Er hat Paul für mich beseitigt. Aber jetzt sind wir Erzfeinde. Genau, Aberok. Jetzt sind wir Erzfeinde. Ich bekomme die erste Etage und du bekommst das Erdgeschoss. Wir teilen uns das Haus auf. Hier oben ist jetzt mein Revier. Da hab ich ganz klar das bessere Stockwerk erwischt. So, liebe Spinnenarmee, ich habe euch zusammengetrommelt, weil ich der Babyboss-Chef bin. Und was sollen wir machen, Babyboss-Chef? Genau, Babyboss-Chef, was sollen wir machen? Seht ihr das Haus hinter mir auf den Berg? Das geht um eine Challenge. Ich bin der Babyboss-Chef und ich möchte, dass ihr die Bewohner angreift und aus dem Haus verscheucht.
Alles klar, Babyboss-Chef, machen wir! Wir greifen sie an! Wir sind die Babyboss-Spinnenarmee! Rein in das Haus! Ich bin der Babyboss-Chef! Das ist so entspannt, hier am Kamin zu chillen und dabei gleichzeitig die Challenge zu gewinnen. Das denkst du nur du! Ich bin der Babyboss-Chef und ich greife dich mit meiner Spinnenarmee an! Mit einer Spinnenarmee? Ja, Angriff! Genau! Aua! Peng, 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 peng! Aua! Die Spinnen, die greifen mich an! Schnell abhauen! Schnell nach oben! Schnell zu Lilly! Lilly, wo bist du? Lilly, hier bist du! Hör mir zu, hör mir zu, hör mir zu! Aber was machst du hier? Wir haben uns das Haus aufgeteilt! Das geht gar nicht, dass du immer so mit unfairen Mitteln spielst! Also, wenn du das kannst, dann kann ich auch mit unfairen Mitteln spielen! Sei leise, sei leise! Hör mir zu, ich hab dir was ganz Wichtiges zu erzählen! Ja, ja, diese billigen Tricks, die kenne ich schon! Nein, nein, Lilly, hör mir zu! Ich höre dir gar nicht mehr zu! Die Spinnen sind wieder da! Lilly, wir müssen aufs Dach flüchten! Schnell los! Ich muss irgendwie aufs Dach kommen! Okay, warte, warte, warte! Hier ist eine Leiter! Warte, Lilly, komm! Hier ist eine Leiter! Hier kannst du auf das Dach springen! Und hui! Das ist euer Ende! Halt, Babyboss-Chef! Ich hab dir nichts getan! Ich hab dich weder angegriffen, noch hab ich dich verwandelt, dich hintergangen. Keine Ahnung, ich hab dir gar nichts getan! Ja, aber das stimmt! Aua! Er hat Lilly vom Dach geschmissen! Lilly! Oh, er greift Lilly noch an! Der magische Max und Paul stehen da! Ich muss Lilly retten! Los, Babyboss-Chef! Ich hau dich K.O.! Lilly, geht's dir gut? Ja, danke, Amok! Ich denke, es ist Zeit, wieder alle gesund und heil zu zaubern. Ja, ich bin wieder normal. Wie es aussieht, haben wir einen Gewinner der Challenge. Der Gewinner der heutigen Challenge ist... Paul. Ja, echt? Nein, natürlich nicht. Du bist doch voll früh rausgeflogen. Der Gewinner der Challenge ist... Aber du warst als letztes auf dem Dach. Ja, ich habe die Challenge gewonnen. Danke, Herr Geldmann. Hiermit gehört dir das Luxushaus. Ja, ich habe ein neues Haus. Falls dir das Video gefallen hat, lass gerne ein Like und ein Abo da. Schau dir das Video auf der rechten Seite an. Und wenn du Robux oder Premium kaufst, benutze gerne meinen Starcode Aborg. Bis zum nächsten Mal und ciao.